Bereits zum zweiten Mal wird das Mentoring-Projekt Biotechnologie der Johanna-Wittum-Schule in Pforzheim durch den Fonds der chemischen Industrie gefördert. Weitere 16.400 Euro sind in die Anschaffung eines Experimentiersets geflossen. An modernsten Geräten werden durch Schüler des Pforzheimer Biotechnologischen Gymnasiums Lehrer aus ganz Baden-Württemberg ausgebildet. Sie lernen, ein Modellexperiment zum genetischen Fingerabdruck mit ihren Schülern durchzuführen. Nach der Schulung können sie die Experimentierkoffer bestellen und in ihrer Schule gemeinsam mit Schülern die Versuche nachmachen. Für die chemische Industrie ist das ein ganz wichtiges Projekt in der Nachwuchsförderung. Die Schulen sind ja oft nicht so ausgestattet, wie das sinnvoll und erforderlich wäre. Und hier kann der Fonds der chemischen Industrie mit seinem Schulförderprogramm Schulpartnerschaft Chemie sinnvoll eine Lücke schließen. Ohne die Förderung wäre das Projekt in Pforzheim nicht möglich gewesen. Für den betreuenden Lehrer, den Studiendirektor Jürgen Braun, waren bei der Konzeption zwei Aspekte wichtig. Also ich glaube, den Kollegen damit auch eine Message mit auf den Weg zu geben. Wenn die Kollegen es spüren, dass diese Experimente selbst von Schülern beherrscht werden und sie von Schülern angeleitet werden, ich glaube, da steckt auch so ein kleiner Trick eben dahinter, dann ist die Motivation auch da, das selbst im Unterricht mit den eigenen Schülern mal auszuprobieren. Das Projekt hat inzwischen Beispielcharakter. Die Schüler wurden auf den diesjährigen Kongress zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts MNU nach Freiburg eingeladen. Gemeinsam mit Lehrer Jürgen Braun stellen sie dort einigen der insgesamt über 2000 Besuchern ihre Lehrerfortbildung vor. Und die waren begeistert.